So, und wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben, mit Gary. Und überlegen einfach mal, was wir hier am besten Bin ich nur gut für dich? Ich bin einfach nicht gut da drin, die Ketten. Ich bin so schlecht. Okay, komm, das hier kann ich ja fast schon aufgeben. Das ist ja. Bin ich so gut für dich? Aber ich bin eben ein Typ, der gibt nicht auf. Ich werde hier kämpfen. Ich schaff das. Diesmal schaffe ich es vor laufender Kamera. Das letzte Mal habe ich es einfach nur fotografiert. Diesmal nehme ich es auf. Nein! Achso. Always interfering. Es ist doch wirklich so. Jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwas zu bauen, kommt da so eine verfluchte Dreier-Kombo. Ich hab schon wieder verloren. Hier hätte es mich fast schon wieder erwischt. Diesmal habe ich es Gott sei Dank früh genug gemerkt. Die Frage ist, ob es mir irgendwas hilft. Ich kann hier oben ein bisschen was machen. Ich habe so viele Steine auf dem Feld, ich weiß gar nicht, wo ich abbauen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich überall abbauen kann. Ist das eine Probe? Okay, aber ich halte mich, ja? Ich versuche mein Bestes, mich hier irgendwie auf den Beinen zu halten. Aber ich fürchte, dass reicht es nicht. Das ist eine Frage von Sekunden manchmal. Manchmal ist es tatsächlich eine Frage von Sekunden, die man länger überleben muss als der Gegner. Bin ich so gut, bin ich so gut. Ich würde sagen, das war's. Oh. Da gibt man sich so eine Mühe. Überlebt immerhin 3 Minuten und dann kommt man unten an, hat endlich alles abgebaut und von oben kommt einfach so ein Spielfeld voller Steine. Und dann diese verfluchten Dreier, die mir jedes verdammte Mal mein Spiel verbunden haben. Jedes Mal. Bin ich so gut für dich? Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst. Also wenn ich wirklich... Wenn ich wirklich was an meinem Spiel ankreiden muss, dann, dass ich diese verfluchten Dreier nicht in den Griff kriege. Ich mache immer so schnelle kleine Fehler mit denen. Und das reitet mich immer in riesen Ärger. Weil es halt leider meistens Dreier sind, die ich nicht gewollt habe. Bin ich mal gut für dich? Bin ich so gut für dich?
dem Fall wäre es vielleicht schlauer gewesen, nicht zu warten. Weil ich glaube, dass da... schaffe ich wieder nicht. Weil der baut ja immer nur noch. Baut ja immer nur noch. Das ist ja das eigentlich traurig. Das ist immer nur noch drauf und ich weiß ja nicht, wo die ganzen Steine herholen. Und mir da jedes Mal noch eine drauf zu feuern, das gibt's doch gar nicht. Bin ich so gut für dich? Ja, du bist zu gut für mich. Und jetzt schweig. Bin ich so gut für dich? Bin ich so gut für dich? Lass mich gewinnen. Gut, das war's. Oh, das ist so elend. Wir haben es geschafft. Aber gut, ich näher mich den 99 Continues langsam, aber ich näher mich. Vielleicht schneide ich das auch noch zusammen und spule die Szene einfach vor. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Zeig mal, was du kannst! Hi, Tenzo! Zeig mal, was du kannst! Hi, Tenzo! Wie soll ich denn... Ich kann nichts machen. Zeig mal, was du kannst! Jetzt mal ernsthaft! Ich kann hier nicht abbauen. Okay, dann mach ich es halt hier oben vielleicht. Bin ich so gut für dich? Nein, auch nicht. Okay, dann mach ich hier weiter. Irgendwie muss es hier doch möglich sein zu gewinnen, oder? Zeig mal, was du kannst. Nächster Versuch. Wir haben es geschafft! So langsam wird es frustrierend. So langsam wird es echt frustrierend. Zusammen und ich weiß gar nicht, was denn hier alles um die Ohren hat. Bin ich so gut für dich? Ja, bist du. Frag mich so gut. Und dann. Wenn er mich das noch einmal fragt. Dabei weiß er die Antwort so gut wie ich. Ernsthaft? Mann! Ah. Wir haben es geschafft! Bin ich so gut für dich? Wäre ich ein bisschen besser, was die Kombis angeht, die Ketten.
Wenn ich ein bisschen besser was die Ketten angeht, könnte ich die eventuell auch besser planen. Dann hätte ich eventuell sogar eine realistische Chance zu gewinnen. So, jedoch, meine Freunde. So, gut, doch nicht. Und dann bin ich nicht schnell genug mit dem Cursor, wenn ich dann mal was sehe. Es ist so traurig. Die Sina. Die fucking Sina. Boah, Leute, ich jetzt. Stop it with the... Just... You know? Das letzte Mal ging es so schnell. Ich weiß nicht, vielleicht rächt er sich jetzt, ich habe keine Ahnung. Und dann die Dreier! Bin ich so gut für dich? Wenn ich einmal was machen will, stören mich jedes Mal diese verdammten Dreier. Und es geht schon weiter, guck! Und jetzt guckt euch mal an, wie schnell das ist. So schnell kann ich gar nicht klicken, wie der das. Das ist ja wohl. Also. Halt. Bin ich mal gut für dich? Nee, keine Chance, Leute, keine Chance. Bin ich mal gut für dich? Ich weiß nicht, was zum geilen Gefahren ist, aber definitiv nichts, gegen was ich gewinnen könnte. Also ernsthaft, ich kann... Das geht nicht. Guckt euch das doch mal an, bitte, wo ich hier schon wieder... Wo ich hier schon wieder bin. Ich kann oben auch nichts machen. Das heißt, wenn ich hier jetzt nicht irgendwie weiter abbauen kann, dann ist es schon wieder vorbei. Das Match ist zu jung, um zu verlieren. Ich will nicht verlieren. Noch habe ich nicht verloren. Gleich, aber noch nicht. Gleich, aber noch nicht. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst. Weiter so. Zeig mal, was du kannst. Weiter so. Zeig mal, was du kannst. Weiter so. Zumindest habe ich mir mal kurz ein wenig Luft verschafft. Die Betonung in diesem Fall liegt auf kurz. Dann ist es schon wieder vorbei. Ich fürchte. Das ist für mich vorbei, ist noch nicht für ihn. Zeig mal, was du kannst.
So, ich brauche hier irgendwas zum Abbauen. Ich brauche hier irgendwas, wo ich mit abbauen kann. Irgendwo. Bin ich kaputt für dich? Bin ich kaputt für dich? Jede Luft, die ich mir mache, ist super. Jede einzelne Sekunde notwendig. Bin ich so gut für dich? Bin ich so gut für dich? Nein! Oh, dieser blöde... Ich bin zu langsam. Wenn ich was sehe und nicht hinkomme schnell genug. Mann. Bin ich so gut für dich? Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Dass ich jetzt noch einmal gesehen muss. Boah, wäre es echt geil. Oh Leute, dieser Druck. Dieser unfassbare Druck. Hi,
Ich werde gewinnen. Oh, come on. Nicht so schnell, wenigstens nicht so schnell. Ja! Das war's! Er hat sich selbst kaputt gemacht! Oh, yeah! 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 Oh, genießt es. Genießt es jetzt. Was ist denn nun los? War das vielleicht ein Traum? Wow! Das war gar kein Traum, Pikachu! Wir haben wirklich gewonnen! Gratuliere, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen, ja! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen, Gott sei Dank! Oh! So, die Credits laufen und kommen. Oh, ich bin so froh. Ich bin so dermaßen froh. Oh wow. Und das Gute ist, dass das rein partnermäßig sogar funktioniert hat. Ja, wie gesagt, ich lasse die Credits jetzt einfach mal laufen. Und ja. Hab damit eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass es das noch lange nicht war von Pokémon Puzzle League. Das war es zwar mit dem Einspielermodus, also dem Turniermodus quasi. Allerdings gibt es, wie gesagt, noch viel mehr zu entdecken. Es gibt den Puzzle-Modus, wo es eben gilt, gewisse Bilder, sag ich mal, in einer gewissen Anzahl von Zügen komplett aufzulösen. Und es gibt den Marathon-Modus gibt es auch noch, aber ich bezweifle, dass ich den spielen werde. Es gibt auf jeden Fall noch, wo ich Team Rocket gerade gesehen habe, den Team Rocket-Modus. Wo man, ich weiß gar nicht mehr genau, was man da machen muss. Ich glaube, man muss einfach nur so lange aushalten, bis man unter eine bestimmte Linie kommt. Die dann irgendwann mit den Steinen hochkommt. Da gucken wir auf jeden Fall noch rein. Und ich glaube, sonst gibt es da keine Modi mehr. Außer eben den Versus-Modus, von dem eventuell was kommt, vielleicht auch nicht. Das kommt drauf an, wie ich mit dem Tod klarkomme. Aber ansonsten verabschiede ich mich schon mal und lasse die Credits noch laufen und sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid auch weiter noch dabei. Und in diesem Fall, wie gesagt, noch einmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.